Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Ober-Krebach Seasons Diego. Ja, der Ulf hatte mir ja gesagt, ey Diego, wenn du gerne Season spielen möchtest, spiel doch einfach die Ober-Krebach. Die ist für die Konsole, die müsste rein theoretisch Seasons ready sein. Ich das Ding angezockt, Video gemacht, auch ein paar Aufnahmen gemacht, einen habt ihr gesehen. Ich komme, das Video hochgeladen, ich komme nach Arbeit nach Hause, mache einen Rechner an. Richie am Telefon, ja? Nein, im Discord. Richie im Discord. Na ja, Diego, ich habe dir dann mal eben die Ober-Krebach wirklich Seasons ready gemacht. Und ich habe es auch gleich eingereicht im Motta. Ich so, ah, Kollege Richie. Ja, also, das sind mal gute Nachrichten. Jetzt habe ich natürlich schon einen ganzen Teil Videos gehabt. Die habe ich jetzt natürlich alle weggeschmissen. Und ich fange auch ein bisschen anders an. Das hatte mir beim letzten Mal nicht ganz so gut gefallen. Oh, ich glaube, ich nehme mal den Controller, oder? Mir ist das hier zu ruckelig mit der Tastatur. So ist ja, so ist geschmeidiger. Nein, finde ich super, super, super lieb. Ich meine, okay, die Konsolenspiele haben jetzt noch nicht wirklich was davon. Weil Seasons... Oh, oh! Ey! Du Wildschwein. Weil Seasons gibt es ja noch nicht für die Konsole. Es wird aber kommen. Und dann, vielleicht passt das ja auch zeitlich, dass quasi Seasons freigegeben wird für die Konsole. Und gleichzeitig... wie kann ich denn aussteigen hier? Ja. Seasons quasi freigegeben wird und die Map, weil das dauert ja auch immer. Ne? Also Richie hat sie eingereicht. Quasi die erste Seasons to go Konsolenkarte. Ne? Ja, ich bin doof. Ich will nämlich eigentlich hierhin. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Das ist... ich habe auch gesehen, heute sind noch viele andere tolle Sachen gekommen, aber Richie war halt quasi als erster da, ja. Der musste halt zurücktreten, weil ich im Moment echt keine Zeit habe, ne. Ich habe einfach keine Zeit und deswegen ist er aber trotzdem jetzt als erster dran. So, wir werden ihn hier nehmen. Ich hatte ja letzte Mal ja den anderen und ich bin mir nicht sicher, ob die vielleicht doch eine gelbe Felge haben oder eine, ne, gelbe haben die nicht. Verdammt nochmal, wie sieht denn Pöttinger aus? Wir haben die rote Felgen. Lassen wir mal die rote Felge. Weil der Zweikreisel-Schwarter, der war mir doch ein Tacken zu groß. Ne? Wir probieren jetzt mal den. Ich komme... Wieso habe ich den denn zweimal drin? Ah, ich habe den verschiedene Größen. Okay. Der größere ist sogar billiger. Der braucht 40 PS. Der hat 4,20 Meter, 4,60 Meter. Sagt ja auch der Name, ne? Okay, ist egal. Wir sind verwirrt. Das ist Standard bei Diegos, ne? Ja, Diego, da waren wir gerade. Wir wollen jetzt das andere. Ja? Mein Gott. Wie kann man nur so struppig in der Birne sein? Den hätte ich ja echt gerne, aber der ist zu groß. Wir nehmen ihn hier. Den müsste es ja im Mod-Hub geben. Wir gucken mal, ob wir auch da eine rote Felge. Sieht da aber wieder komisch aus. Ich muss mir echt nochmal angucken, was für Felgen Pöttinger hat. Oder haben die weiße Felgen sogar? Ich glaube, die haben weiße Felgen, kann das sein? Ich weiß es jetzt echt nicht, ey. Ich müsste wirklich mal nachgucken. Machen wir nicht jetzt, kann ich gleich machen. Jetzt geht es erstmal darum, so ein Tierchen zu besitzen. Mein Moment ist ein bisschen Shitty-Wetter. Ja. Oh, guck mal, wir können sogar beide mitnehmen nach Hause sofort. Das ist ja nice. Warte mal, wen machen wir denn vorne, wen hinten? Wir machen den Schwader machen wir vorne und den Zetter machen wir hinten, oder? Klappt das mit der freien Sicht? Ja, ne? Wie gesagt, den einen gibt's, diesen gibt's bei Modding Welt. Also den Schwader. Und den Zetter, den ich jetzt anhänge, den gibt es im Modder. Alter, falsche Taste gedrückt. Ich stehe aber auch hier wie eine 1 mit Sternchen. Ne? Ihr dürft es nicht so eng sehen. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Wir machen mal die Innenansicht. Guck, oh ja, das geht aber. Ich hatte mir das schlimmer vorgestellt.
Und wir müssen jetzt erst warten, bis das mit. Oh, fast die Bettina umgerannt hier. Das nimmst du nicht persönlich. Nee, bis der Regen weg ist, müssen wir mal gucken. Ich habe das Gras da liegen in Schwaden. Und wir wollen Heu machen. Aber ich hatte mir vorher schon den Wetterbericht angeguckt. Es scheint danach nur noch Sonnenschein zu geben. Ne? Ich kontrolliere das gleich nochmal, bevor ich anfange wirklich zu zettern. Gucke ich natürlich nochmal, ob wir wirklich Sonnenschein haben. Sonst braucht man ja gar nicht erst anfangen. Ne? Das wird eh kein Heu dann. Ich hatte mir auch schon überlegt, wenn das Wetter so pissig bleibt, ob ich dann vielleicht doch direkt auf die zweite Ebene gehe und Silage mache. Silage ballen aber dann, ne? So. Achso, das Mähwerk hatte jemand gefragt, das gibt's auch bei Modding Welt. Habt ihr gerade gesehen, das war so ein komplettes Pack, gibt's da. Ich weiß gar nicht, ist das Grünland-Paket oder das Meer-Paket? Auf jeden Fall ist das ein komplettes Set, was die da im Angebot haben. Quasi hast du einen, hast du alle. So ein Ding ist das. So. Den stellen wir erstmal hin. Ich wusste auch mal, welche Taste ich zum Tabben genommen hatte. Nein. Nein. Ja. Ja. Ah, der Controller ist jedes Mal eine Umstellung für mich. So, wir machen mal die Zeit ein bisschen schneller, in der Hoffnung, dass dann schneller, schöner Wetter wird. Ich würde das schon gerne jetzt noch auseinanderziehen, ne? Weil das muss ja dann auch lange liegen nach dem Regen. Ich weiß nicht, ob das bei Seasons eine Rolle spielt. Und ich bin natürlich auch gespannt. Der Sven hatte mich das gestern im Stream gefragt, ob dieser kleine See dann auch zufriert. Das weiß ich nicht. Da bin ich mal selber gespannt, ob Seasons das überhaupt kann. Und wenn Seasons das kann, weil ich habe es noch nie gesehen, ob Richie das auch eingebaut hat. Aber wie gesagt, diese Map ist Seasons ready. Jetzt offiziell. Wird so eingereicht im Modhub. Tja, er hört nicht auf zu schütten, ne? Seht ihr, hier liegt das ganze schöne Gras. Ich will nicht hoffen, dass mir das jetzt defekt gegangen ist. So, wir haben die Außenkamera, wir haben eine Entfaltung und wir haben Shitwetter. Warum haben wir denn Shitwetter? Ich muss noch mal kurz gucken. Hat das gerade geblitzt oder habe ich Hallos? Einmal kurz gucken, was sagt denn der Wetterbericht? Der sagt, bis 15 Uhr gibt es noch richtig Pisswetter. Und danach ist eigentlich alles easy to go hier. Danach müsste das eigentlich Heu werden, weil bis Montag bin ich hoffentlich fertig. Also wenn das Montag immer noch liegt, dann muss ich eh gucken. Ne? Trocknungspotenzial, heute wird gar nicht mehr getrocknet, sagt er. Mittwoch ab 0 Uhr wird getrocknet. Okay. Das ist very bad. Very bad. Aha, das Trocknungspotenzial hat sich gerade schlagartig erhöht. Ich hatte eventuell gedacht, dass es aufgehört hat zu regnen, aber wo war der Fehler? Habe gedacht. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber im Real Life ist ja, wenn einem das mal passiert, dass es einem ins Heu reinregnet, oder das soll ja mal Heu werden, ist ja noch keins, macht man das normalerweise in Spaten zusammen und wartet dann, bis der Regen weg ist und zieht es dann halt wieder auseinander. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob Seasons das checkt, ja, ob das im Spat ist oder nicht. Es ist jetzt halt vom Mähen liegt es so ein bisschen in Schwaden. Ne? Man hätte es jetzt noch mal schöner mit einem Schwader hätte man es noch mal schön auf den Haufen ziehen können. Müssen wir mal gucken. Es regnet immer noch so ein bisschen, es tröpfelt noch. Aber langsam merkt ihr selber, kommt die Sonne wieder durch. Und ich mach mal die Zeit so auf plus 15, sage ich mal. Jetzt für diesen einen speziellen Arbeitsgang. Warum geht er nicht runter? What? Der will nicht runter. Ach so. Ich habe hier ganz viele verschiedene. Tatsächlich. Okay. Man sieht das übrigens, also wenn es geklappt hat, dann wird das Heu so ganz hell. Also
ne, falls mal einer sich wundert oder nicht genau weiß, ist es jetzt denn endlich heu geworden oder nicht? Weil im Seasons muss es ja trocknen. Und wie gesagt, man erkennt das daran, dass es dann nochmal einen Tacken heller wird. Und dann ist fertig quasi. Dann kannst du es in Spaten legen. In den Zaun. Ja, ich hab's gewusst. Ich wusste, beim Abbiegen wusste ich schon, Alter, das wird nichts. Bin aber trotzdem weitergefahren. Ja, wenn der Opa Johann gesehen hätte, würde jetzt der 32er Ring Maul schon wieder fliegen. Ich muss auch immer mit offener Heckscheibe fahren, ne? Damit Opa Johann mich auch wirklich trifft. Ist so eine interne Vereinbarung, die wir haben, ne? Tja, bin ich mal gespannt, ob das wohl heu wird. Aber normal. Man muss ja auch nicht zweimal wenden oder so. Das haben sie ja nicht eingebaut. Ich glaube, da ist Cattle and Crops anstrengend im Heu machen. Da hast du ja dann, musst du ja gucken wegen der Feuchtigkeit. Und wenn das zu feucht ist, kannst du dich auf den Kopf stellen. Es wird kein Heu. Oh, da vorne habe ich jetzt so einen kleinen Dings vergessen, weil ich einen Schwächeanfall hatte hierfür. Das soll ich machen, ne? Das ist halt wieder so eine Aufnahme nach der Arbeit, aber es geht leider nicht anders. Ne? Hauptsache wir haben Spaß, ne? Hauptsache gesund. Nein, Hauptsache wir haben Spaß hier. Ne? Und dann ist ja egal, ob nach der Arbeit. Ich bin dann zwar immer ein bisschen müde. Aber es ist immerhin noch vorm Abendessen. Ja? Weil nach dem Abendessen ist meistens ganz vorbei mit mir. Dann bin ich mir so richtig durch. Dann kommt nochmal so eine extra Schippe Müdigkeit oben drauf. Ich trinke nochmal eben ein Stückchen Kaffee. Für euch. Ne? Zum Wohl. Voll falsch Luft gezogen, weil der Mikroarm im Weg war. Vielleicht muss ich wieder rülpsen. Und sag noch wieder, ich bin der einzigste Mensch, der vom Kaffee rülpsen muss. Ja. Wenn er falsch Luft zieht, was willst du machen, ne? Er hat schon einen scharfen Sound hier. Ist natürlich permanent unterfordert, der Koffer. Das ist keine Herausforderung für ihn hier. Was willst du machen, ne? Das muss fertig werden. Ist eigentlich ein bisschen blöd, dass ich schnell Vorspulen drin habe. Dann habe ich ja nach unterschiedliche Trocknungsgrade. Aber, ne, wie heißt es so schön im Altgriechischen? Shit happen. Dass der das trotzdem durchwuschelt, obwohl der so hoch ist, ne? Da ist doch garantiert irgendein Pivot zu tief gesetzt. Andererseits ist es wahrscheinlich angenehmer, wenn man mal so eine pucklige Piste hat, sprich Wiese, dass der deshalb trotzdem noch schön sauber alles wegarbeitet. Ne? Deswegen ist es wahrscheinlich so groß eingestellt. Also vermute ich. Ne? Wissen tue ich das nicht, ob die das deshalb so groß eingestellt haben. Ja, man muss den halt ausmachen. Ne? Also ich müsste jetzt jedes Mal B drücken. Und wer macht das schon? Oh, schade. Ich habe gedacht, ich kriege das alles in einem Mal mit hier. Naja. Muss halt zweimal fahren. Ne? Na gut, ich habe eh im Moment nichts anderes zu tun. Die beiden Felder, wo ich letztes Mal auch zugange war, die habe ich hier beide besät. Irgendwas, was Stroh macht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob Weizen oder Gerste. Ich habe jetzt die Schweine auch noch nicht gekauft. Das mache ich dann erst hinterher, wenn ich Stroh habe. Habe ich mir so überlegt. Also, ne? Wenn man schon die Gelegenheit hat, einen Neuanfang zu machen, dann muss man das auch dementsprechend zelebrieren. Ja? Achso, wir sollten mal... Warte, was habe ich denn gerade weggedreht? Ach, den Controller.
zeige irgendwas. Ist hier gerade im Tiefflug über die Tischplatte gerutscht? Oh, jetzt nimmt er das nicht doch. Komm mal nicht ganz so nah. Okay, Leute, Angst. So, das müsste geklappt haben. Ich hatte die letzten paar Mal so ein bisschen Pech mit meinen Thumbnails. Die wollten immer nicht so, wie ich mir das gerne vorstelle. Also, sie waren not available. Nein, not available ist das falsche Wort. Es gibt ein besseres Wort. Nicht vakant. So, aber... Also ich weiß nicht, der Richie, der hat immer irgendwie so ein heimliches Raum-Zeit-Kontinuum in seine Maps reingeschmuggelt. Ich weiß auch nicht genau, wie der das macht. Auf jeden Fall ist eine Richie-Map immer total so hoch. Wieso ist der jetzt schon eine Viertelstunde rum? Kennt ihr das? Herrlich. Und das direkt nach der Arbeit. Ich bin jetzt schon nur durch einmal Heuwinden tiefen entspannt. YouTube. Und fetten Dank nochmal an den lieben Richie. Diego ist draußen. Habt euch lieb.